Willkommen zu einem neuen Video von Heimnetzwerk und WLAN-Level.com. Heute möchte ich dir in unserem kurzen Video gerne zeigen, welche Möglichkeiten du hast, die automatische Einwahl in WLAN-Netzwerke abzustellen bzw. die automatische Verbindung zu diesen WLAN-Netzwerken zu deaktivieren. Die erste Anlaufstelle dafür ist unsere Taskleiste. Hier findest du im unteren rechten Bereich das Netzwerksymbol, wenn die Anzeige dieses Netzwerksymbols aktiviert ist. Und wenn du auf das Netzwerksymbol klickst, dann werden dir hier deine verbundenen Netzwerke angezeigt und Netzwerke, mit denen du dich verbinden kannst. In meinem Fall hier habe ich jetzt eine aktive Verbindung über ein Netzwerkkabel. Und da ich auf diesem Rechner natürlich auch eine WLAN-Netzwerkkarte installiert habe, kann ich auch hier auf WLAN-Netzwerke zugreifen. Wenn du dich neu mit einem WLAN-Netzwerk verbindest, dann sieht das in der Regel so aus, dass du hier das entsprechende WLAN-Netzwerk aussuchst und dann diesen Haken setzt hier für automatisch verbinden. Dadurch wirst du sofort mit diesem WLAN-Netzwerk verbunden, wenn dieses erreichbar ist. Diese Einstellung merkt sich Windows, indem für jedes erfolgreich verbundene WLAN-Netzwerk ein sogenanntes WLAN-Netzwerkprofil angelegt wird. Und wenn du dich jetzt hier mit vielen WLAN-Netzwerken schon erfolgreich verbunden hast, dann wird automatisch die Verbindung zu diesem WLAN-Netzwerk hergestellt, wenn dieses Häkchen hier gesetzt ist. Möchtest du das nicht, dass die Verbindung automatisch passiert, dann musst du dieses Häkchen hier herausnehmen. Das war Variante Nummer 1. Variante Nummer 2 ist der Weg über die Einstellungen. Dazu klickst du einfach hier auf Netzwerk und Internet-Einstellungen. Du gelangst auf die Statusseite. Und da ich an diesem Rechner mit einem kabelgebundenen Netzwerk verbunden bin, wird mir jetzt hier natürlich meine aktive Verbindung angezeigt. Und das ist die Ethernet-Verbindung. Bist du gerade mit einem WLAN-Netzwerk verbunden, dann würde jetzt hier die WLAN-Verbindung stehen. Mit welchen WLAN-Netzwerken du dich bisher erfolgreich verbunden hast, das kannst du dir anzeigen lassen, indem du einmal hier links im Menü auf den Menüpunkt WLAN klickst und dann hier den Link Bekannte Netzwerke verwalten anklickst. Auf dieser Seite werden dir jetzt alle erfolgreich verbundenen WLAN-Netzwerke angezeigt, indem die dafür hinterlegten Netzwerkprofile hier angezeigt werden. Möchtest du jetzt hier die automatische Verbindung des WLAN-Netzwerkes deaktivieren, dann klickst du das entsprechende Netzwerkprofil an, begibst dich auf die Eigenschaften und ganz oben findest du jetzt hier den Ein- und Ausschalter für die automatische Einwahl in das WLAN-Netzwerk. Und nun möchte ich dir gern noch eine dritte Variante zeigen und das ist die Konfiguration dieser Einstellung über die Kommandozeile. Dafür klickst du mal in das Suchfeld, gibst hier CMD ein, öffnest die Eingabeaufforderung als Administrator und natürlich kannst du über Systembefehle Netzwerkeinstellungen anpassen. Dazu nutzen wir hier unseren Befehl netsh. Zuallererst lassen wir uns einmal alle Netzwerkprofile anzeigen. Das funktioniert über folgenden Befehl, netsh wlan show profiles. Jetzt haben wir auch hier wieder unsere abgelegten Netzwerkprofile. Wie ein Netzwerkprofil aktuell konfiguriert ist, also ob die automatische Einwahl aktiviert oder deaktiviert ist, das findest du über folgenden Befehl heraus, netsh wlan show profile. Jetzt gibst du hier deinen Namen an für das Netzwerk, das untersucht werden soll. In meinem Fall nehme ich jetzt mal hier TVS7. Das Ganze kombiniere ich noch mit einem Befehl, findstr, um in den vielen Ausgaben des Befehls netsh die Information zu finden, die mich interessiert. Und das ist in unserem Fall jetzt die Suche nach Verbindungsmodus. Ich möchte also die Informationen anzeigen lassen, die in der Zeile Verbindungsmodus zu finden ist. Unsere aktuelle Verbindungseinstellung ist manuell für dieses ausgewählte Netzwerk. Diese ändern wir jetzt erst einmal auf automatisch.
Dafür gibst du folgenden Befehl ein: netsh WLAN und dann den Z-Befehl, gefolgt von Angabe des WLAN-Netzwerkprofils, um welches es sich handelt und welcher Verbindungsmodus eingestellt werden soll. Da unser aktuell auf manuell eingestellt ist, werden wir diesen mal auf automatisch setzen, indem wir hier den Befehl auto zuweisen, dann den Befehl bestätigen. Und wenn alles richtig eingegeben wurde, erscheint jetzt hier, dass die Schnittstelle WLAN 2 für das Netzwerkprofil TVS 7 erfolgreich aktualisiert wurde. Das überprüfen wir, indem wir ganz einfach nochmal den neuen Verbindungsmodus aufrufen. Und jetzt steht er auf automatisch. Möchtest du den jetzt per Kommandozeile auf manuell setzen, gibst du wieder den vorherigen Befehl ein. Nur, dass du als Connection-Modus hier manuell eingibst. Auch dieser Befehl wurde erfolgreich übernommen. Geänderte Sachen immer gleich mal überprüfen. Und die Verbindung steht wieder auf manuell. Wahrscheinlich wirst du dich jetzt fragen, was macht das hier für einen Sinn, das jetzt über die Kommandozeile zu machen, wenn es doch viel einfacher direkt über die angezeigten WLAN-Netzwerke oder über die gespeicherten Netzwerkprofile in den Einstellungen geht. Ja, ganz einfach. Deshalb, wenn du beispielsweise Startskripte verwendest für deinen Computer, wo bestimmte Sachen vordefiniert sind oder ausgeführt werden sollen, dann könntest du beispielsweise diesen Befehl hier mit einbinden und somit allen deinen vorhandenen Netzwerkprofilen ganz bestimmte Verbindungseigenschaften zuweisen. Ja, okay, damit sind wir auch schon wieder am Ende mit unserem heutigen Video. Ich hoffe, das war etwas interessant für dich. Wenn das so ist, dann natürlich bitte wieder ein Like und einen Kommentar und nicht vergessen, auf den Abonnieren-Button und die Glocke zu klicken. Ja, du willst ja kein neues Video von uns verpassen. Dann bis demnächst. Tschüss, Thomas von Heimnetzwerk und WLAN-Hilfe.com. So, das war es für heute. Bitte vergiss nicht zu liken, einen Kommentar zu hinterlassen und natürlich ganz wichtig, den Abonnieren-Button klicken, sonst könntest du ja eins von unseren neuen Videos verpassen. Dann tschüss, bis zum nächsten Video.